Das ist ja gemein. Ich hasse Orte. Also ich finde es schon so blöd, an irgendeinen Ort zu gehen, um zu speichern. Aber begrenztes Speichern finde ich echt schlimm. Kann ich hier speichern? Nee. Aber es klopft nicht mehr. Also es ist nur noch dieses Ambient-Klopfen. Ob Beth mich findet oder nicht, tut gerade nichts zur Sache. Vielleicht ist wirklich dort unten jemand und braucht meine Hilfe. Wie lange ist denn derjenige dort schon unten? Tief durchatmen, Sabrina. Schöner Effekt. Killerschlüssel benutzt. Ja. Oh Gott, nein, es ist auch noch erstmal ein Treppenhaus. Aber ich will nicht. Diese Lampe funktioniert noch. Sehr merkwürdig. Okay. Ich will nicht. The hell? Ja, ich möchte speichern, unbedingt. Ah, okay, so sieht sie aus. HP1. Ja. Aber danke, liebes Spiel, dass du mir nochmal die Möglichkeit gegeben hast zu speichern. Was ist das für ein abgefucktes Geräusch? Ach, das sind Dachbalken. Okay, es gibt nur diese eine Möglichkeit. Was ist das? Das ist irgendwie. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Was zur Hölle? Ich würde mal sagen, das ist der Wechsel in die alternative Welt. Die Klinik steht nicht zufällig bei Silent Hill. Kann ich hier wieder zurück? War die Spur schon vorher da? Nee, ich kann nicht zurück. Okay, ich muss da lang. Ja, ich hab's verstanden. Okay. Boah, sehr geil gemacht. Okay, die Tür oder die Tür? Ja, jetzt stehe ich hier einmal davor. Mist, abgeschlossen. Ne? Dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. Sagst du hier noch zu irgendwas? Okay. Das sieht erstmal aus wie eine Sackgasse. Ein rostiger Schlüssel mitnehmen. Rostigen Schlüssel erhalten. Das scheint eine Art Brief zu sein. Wir lassen ihn natürlich liegen und gehen einfach. Lesen. Miss Glenn verhält sich sehr merkwürdig. Seit Wochen kommt sie ihren Mann immer seltener besuchen. Und wenn ich das Zimmer betrete, sieht es auch nie so aus, als würde sie sich gern um ihn kümmern. Diese Frau macht mir Angst. Sie hat so ein fanatisches Schimmern in ihren Augen. Miss Glenn. Okay. Die nur die Frau von einem Patienten ist und keine Patientin selber. Auf dem Schrank liegt eine staubige alte Bibel, sonst ist der leer. Ja, so, okay. Der alte Schrank fällt schon fast auseinander. Haufenweise alte Akten, okay. Okay. Gut. Nur Mut. Ach so, kann sie hier noch was zu den Lampen sagen? Nee. Aber die Wände sehen irgendwie, weiß ich nicht. Sieht voll nach, weiß ich, nach Zelle aus, nach Anstalt. Entschuldigung. Ich hab mich erschreckt. Verdammt, irgend sowas muss ja jetzt mal irgendwann kommen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Rostigen Schlüssel benutzt. Scheiße. Scheiße. Oh.
Moment. Es war ein wahnsinnig billiger Effekt, aber er hat seine Wirkung nicht verfehlt. Und ich glaube, mein Mitbewohner nebenan denkt gerade, ich sterbe oder so. Keine Ahnung. Wie geil. Ja, ich hoffe, ihr habt kein Problem damit, dass ich hier ab und zu rumschreie. Okay. Gut. Dieser Fernseher wird bestimmt irgendwann angehen. Der Fernseher empfängt kein Programm. Wen überrascht das? Ja, mich eigentlich nicht. Aber trotzdem, der alte Spind klemmt. Dort ist nichts, was ich brauchen könnte. Ja, ich wollte gerade sagen, mir gefällt es nicht, dass die Soundkulisse komplett aussetzt. Okay, an die Zettel, da macht er nichts. Alte Spritzen, Impfstoffe oder und ähnliches. Aber es ist komisch, dass der Stuhl so zum Rücken des Fernsehers zeigt. Oh, irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, noch sehr viel weiter zu spielen. Ich glaube, ich werde irgendwie beim nächsten Speicherpunkt schon wieder abbrechen müssen. Boah, scheiße. Das andere war nicht so gruselig, was ich gespielt hatte. Boah, voll krass. Das ist blutiger Stacheldraht, oder? Ja. Da ist eine Videokassette. Mitnehmen. Ich frage mich, was wir zu Gesicht bekommen, wenn wir die in den Fernseher reintun. Ein Feuerlöscher. Möchtest du ihn nicht mitnehmen, um irgendjemanden über den Kopf zu ziehen? Da gibt es kein Durchkommen. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt passiert doch bestimmt gleich wieder irgendwas Furchtbares, wenn ich in diesen Raum gehe. Puh, wir haben es geschafft. Gut. Okay. Habe ich den Schrank mir schon angeguckt? Ja, das waren, genau. Möchtest du dir nicht was mitnehmen für den Fall des Falls? Ich könnte überprüfen, was auf dem Videotape ist. Ja, bitte. Was? Ich sage Ihnen es nochmal, Pam. Wir haben Besseres zu tun, als um Romina Glenn zu kümmern. Sie hat ein gutes Recht, ihren Mann zu pflegen. Okay, ist Miss Glenn. Das bezweifle ich auch nicht, Doktor. Aber ich habe ein ganz mieses Gefühl. Diese Frau macht mir wirklich Angst. Okay, was? Aber diese beiden Menschen da unten... Sieht jetzt nicht aus wie eine Schwester und ein Arzt, oder? Hören Sie, wir Ärzte dürfen uns nicht in Privatangelegenheiten einmischen. Das geht uns alles überhaupt nichts an, haben Sie verstanden? Ja, Doktor, gut. Sehen wir zu, dass wir unsere Arbeit machen und überlassen wir Mr. Glenn und seine Frau anderen Mächten. Boah, anderen Mächten... Klingt so wie die Mächte der Finsternis oder so. Oder anderen höheren Kräften. Nicht so, als wären sie sich selbst überlassen. Oh Gott. Aber es ist nett gemacht, dass sie... Ja, genau. Dass sie quasi so als Zuschauerin ist. Okay, das heißt, es war gar nichts auf dem Tape. Sondern sie hat es ja als Geistererscheinung gesehen. Krass, okay. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Gänsehaut habe? Oh Gott. Kam das hier aus dem Spind?
Wo kam das her? Nein.